Lieber Medienvertreter, liebe Fans, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am morgigen Freitag bei den Würzburger Kickers. Zu diesem Spiel werden wir wieder von zahlreichen Fans begleitet. Der FCK hatte 2500 Tickets bekommen, die haben wir verkauft. Zudem haben wir die Information, dass über das Online-Ticketing der Würzburger Kickers auch noch zahlreiche Tickets an FCK-Fans gingen. Und wir rechnen mit mindestens 4000 FCK-Fans morgen in Würzburg. Das schon mal zu diesem Thema, dann noch mal kurz zum Kader schon mal vorab. Nicht die Reise antreten können die Verletzten und Angeschlagenen Lukas Röser, Marvin Sänger, Anas Backhardt und René Klingenburg. Das war es dann auch schon von mir. Dann begrüße ich unseren Cheftrainer Marco Antwerpen und wir kommen zu den Fragen der Medien, die eingegangen sind. Und wir beginnen mit Dirk Stiewitz von Treffpunkt Betze. Herr Antwerpen, Hendrik Zuck kehrt nach seiner Gelbsperre vermutlich wieder in den Kader zurück. Wird er von Beginn an spielen oder lautet Ihr Motto Never change a winning team und Neil Gibbs darf sich noch einmal beweisen? Interessante Frage. Die stellen wir uns dann, glaube ich, auch morgen früh, wie wir letztendlich dann, mit welcher Startelf wir letztendlich in das Spiel gegen Würzburg gehen werden. Haben wir schon mal einmal gesagt, uns diese Leichtigkeit, die hat uns, glaube ich, auch ganz gut getan mal in so einem Spiel. Wissen natürlich auch, was wir am Hendrik haben. Ist unser Kapitän jetzt stellvertretend, weil der Jean jetzt noch nicht dabei ist und hat sehr, sehr viele gute Spiele gemacht und das muss man jetzt einfach abwägen, was der beste Weg ist. Wir kommen zur nächsten Frage von Michel Haslinger, RPR1. Der FCK hat ab jetzt gefühlt nur noch Heimspiele. Er spielt darauf an, dass wir nicht nur beim Spiel in Würzburg, sondern auch bei den darauffolgenden Auswärtsspielen in Wiesbaden und Köln mit einer sehr, sehr großen Fanunterstützung rechnen. Der FCK hat ab jetzt gefühlt nur noch Heimspiele. Tritt die Mannschaft auswärts von Anpfiff an auch mal so auf, als wäre es ein Heimspiel? Ja, ich weiß jetzt nicht, wir haben, glaube ich, ein Auswärtsspiel jetzt in der Vergangenheit verloren, seit dem schlechten Saisonstart mit dem Spiel in München. Sonst habe ich jetzt schlechte Erinnerungen, wann wir das letzte Auswärtsspiel verloren haben. Also von daher scheint es auch da so zu sein, dass wir ganz, ganz viele Dinge richtig machen. Und man muss auch nicht immer auswärts auftreten wie in einem Heimspiel, sondern man kann auch da erstmal abwartend agieren und auch den Gegner erstmal kommen lassen. Und dann eher auf Umschaltsituationen gehen. Auch in dem Spiel gegen Würzburg ist es eine Möglichkeit, weil wir mit Sicherheit auf eine Mannschaft treffen, die definitiv 3 Punkte braucht, um sich im Abstiegskampf noch zu positionieren. Und das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, den Gegner das Spiel machen zu lassen und wir reagieren darauf. Dann kommen wir auch schon mal zu den Fragen zum Gegner. Florian Reis von der dpa. Die Würzburger Kickers liegen bereits 7 Punkte hinter dem rettenden Ufer und sind morgen fast schon zum Siegen verdammt. Erwarten Sie einen mutigen oder erstmal einen eher defensiv eingestellten Gegner? Und die Frage von Michel Haslinger schließe ich an. Würzburg ist die aktuell schlechteste Heimmannschaft der Liga. Lauern da dennoch Gefahren für Ihr Team? Und auch die Frage von Oliver Sperg schließe ich an. Was macht die Würzburger Kickers gefährlich? Ein paar Worte zum Gegner, bitte. Zum einen ist es, glaube ich, über die ganze Saison so gewesen, dass sie jetzt den dritten Trainer haben, dass sie dadurch verschiedene Spielsysteme gespielt haben, dass die Ausrichtung jetzt vielleicht wieder eher defensiv ist. Aber wie gesagt, da haben wir keinen Einfluss drauf. Kann auch sein, dass der Trainer jetzt morgen sagt von Würzburg, wir spielen jetzt offensiv und versuchen alles. Da ist natürlich auch alles möglich. Wir sind auf alles vorbereitet und wir können auch alles bespielen. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Aber wie gesagt, die Situation ist halt für Würzburg so, dass sie, glaube ich, definitiv 3 Punkte brauchen. Die Saison neigt sich dem Ende zu und ja, 7 Punkte Rückstand jetzt zu haben, das ist schon, glaube ich, ein Fund. Und da müssen wir halt sehen, wie selbstbewusst sie morgen ins Spiel gehen. Glaube ich, gegen uns jetzt auch nicht so einfach ist, Punkte zu holen. Und die Situation wollen wir natürlich auch ausnutzen. Du hast es schon angesprochen, trotzdem nochmal die Frage von Dirk Stiewitz, Treffpunkt Betze. Führt der Weg zum eigenen Erfolg morgen aufgrund der Offensivschwächen der Hausherren über ein schnelles Umschaltspiel oder gilt es als Favorit, das Heft des Handelns von Beginn an selbst in die Hand zu nehmen? Wenn man jetzt so unsere Spiele verfolgt, sind wir, glaube ich, in der Lage, beides dann halt auch zu spielen. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir Tore erzielen können. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, auf welcher Höhe wir defensiv gegen den Ball arbeiten. Also wir sind schon in der Lage, auch Verschiedenes anzubieten. Und da werden wir uns morgen dann auf Würzburg vorbereiten. Dann nochmal eine Frage, Oliver Sperg von der Rhein-Pfalz. Welche Lehren können Sie aus der 0:2 Niederlage in der Hinrunde
gegen die Würzburger Kickers ziehen? Lehren kann man dann, glaube ich, immer aus jedem Spiel ziehen. Aber das Spiel ist jetzt, glaube ich, schon so lange her. Und wir ziehen halt eigentlich immer so die Lehren daraus, was so aus den letzten Spielen oder was da nicht so gut gelaufen ist, nehmen das Positive mit. Und das sind eigentlich immer so die letzten zwei Spiele. Und wenn man das Spiel jetzt gegen Duisburg gesehen hat, das war nochmal ein Ausrufezeichen, was wir gesetzt haben. Das wollten wir auch so. Und wir warten darauf, dass die Mannschaft jetzt in so einen richtigen Flow kommt. Und vielleicht haben wir das, glaube ich, schon mit dem Spiel gegen Duisburg erreicht. Michel Haslinger von RPR1 mit folgender Frage. Hat Terence Boyd für seinen ersten Dreierpack etwas springen lassen müssen? Ist ja ein Mannschaftssport. Also von daher ist er seinem Job nachgegangen, hat die Tore gemacht. Die Jungs haben eine Siegprämie dafür kassiert, war er dann beteiligt. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt nochmal den Jungs irgendwas spendieren muss. Ich glaube, der Neil Gibbs, der muss eher was springen lassen für sein Profidebüt. Und das hat er bisher noch nicht gemacht. Und da steht er natürlich jetzt schon in der Kritik. Dann machen wir weiter mit der Frage von Andi Böhm von der Rheinpfalz. Geht um Mike Wunderlich. Mike Wunderlich ist vor kurzem 36 Jahre alt geworden, wirkt aber immer noch frisch und fidel. Er war in dieser Runde nie verletzt, hat nur ein Spiel wegen seiner Sperre verpasst. Wie würden Sie seine Saison kurz skizzieren und was trauen Sie ihm in der Zukunft noch zu? Also ich kenne Mike jetzt schon eine ganz lange Zeit und wenn man den Weg jetzt einfach mal verfolgt, den er hier in Lautern gegangen ist, am Anfang natürlich, wo wir alle Probleme hatten, war er aber trotzdem immer sehr, sehr engagiert, sehr, sehr ehrgeizig, auch Spiele zu gewinnen. Und mittlerweile ist er halt übergegangen und das kenne ich gar nicht anders von ihm, diese Führungsspielerposition dann einzunehmen, die Jungs wirklich auf den Platz anzuschieben über seinen Ehrgeiz. Der ist wirklich enorm und er ist eigentlich nie zufrieden mit Spielen und das zeichnet ihn einfach aus und das färbt auf eine Mannschaft ab und das merkt man deutlich der Junge ist einfach ein Phänomen. Der ist in jedem Training sehr, sehr fleißig, ist einfach ein absoluter Profi und den möchtest du einfach gerne in deiner Mannschaft haben. Dann machen wir weiter mit der Frage von Achim Scheu vom SWR. Sehr viele FCK-Fans, wir haben es gehört, mindestens 4.000, begleiten die Mannschaft morgen nach Würzburg. Wie wichtig ist diese Unterstützung und wie stolz macht sie diese Unterstützung gerade auch jetzt auswärts? Ja, das hatten wir ja schon, glaube ich, gegen Freiburg gesagt, dass das für uns wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass wir jetzt viele Fans dabei haben, dass wir eine gute Stimmung haben. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt auch auswärts mal was zurückzahlen. Wir haben es in Freiburg nur eine Halbzeit gemacht und das haben wir den Spielern auch nochmal mit auf den Weg gegeben. Wir wollen zwei gute Halbzeiten in Würzburg spielen und wenn wir das machen, dann wird es für den Gegner sehr, sehr schwer und das ist unser Ziel und das ist dann halt auch die Belohnung für die Fans, die sich dann ja bei schlechten Bedingungen wahrscheinlich dann ins Stadion stellen und ganz viel auf sich nehmen, aber wie gesagt, wir wollen sie dafür belohnen und das heißt, dass wir 3 Punkte holen wollen. Kommen wir auch tatsächlich schon zur letzten Frage, die geht auch schon ein bisschen in die Zukunft. Florian Reis von der dpa möchte wissen, morgen unterstützen mindestens 4.000 Fans das Team. Die Anhänger schielen aber auch bereits mit einem Auge auf das jetzt schon ausverkaufte Spiel und Derby gegen Saarbrücken. Wie nehmen Sie das wahr und wie kann man den Fokus trotzdem nur auf die morgige Partie legen? Und ich schließe die Frage von Achim Scheu vom SWR an. Das Spiel gegen Saarbrücken ist ausverkauft. Wie stolz macht Sie das? Ein paar Worte dazu. Ich glaube, das nehmen alle zur Kenntnis, dass das jetzt so gekommen ist und da freuen wir uns auch drüber, aber da freuen wir uns erst nächste Woche drüber, weil wir morgen Abend nach Würzburg fahren und da versuchen wir 3 Punkte zu holen und das wäre nochmal ganz, ganz wichtig für dann die darauf folgende Partie. Ja, wie gesagt, im Fokus steht bei uns immer nur das nächste Spiel und alle anderen Begleitumstände, die nehmen wir zur Kenntnis, aber mehr auch nicht. Dann schaue ich noch ein letztes Mal auf mein Handy, ob noch mal was Aktuelles reinkam. Das ist nicht der Fall. Wir haben alles erledigt, alles bearbeitet, alles beantwortet. Marco, vielen Dank. Sehr gerne. Danke an alle Medien für die Teilnahme. Den einen oder anderen sieht man morgen in Würzburg wieder. Ciao. Tschüss zusammen.